Was sind das? Oh, sagt der DJ Nick, ich freue mich, dass du wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Ich kann leider gar nicht so lange reden. Warum? Irgendwie hatte das Spiel komisch gespeichert und ist jetzt schon in der Schicht. Jetzt hätte ich die Schicht erst zu Ende spielen müssen, um dann wieder neu aufzunehmen. Da habe ich jetzt auch keine Lust gehabt. Deswegen stürzen wir uns jetzt gleich hinein. Ich habe, wie versprochen, sind wir diesmal nicht auf der Autobahn, sondern wir sind tatsächlich auf einer, wie ihr es schon seht, Verstanden. nächtlichen Fußstreife und alle quatschen auf einmal durcheinander. Das ist ja furchtbar. Nimm einen leichten Unfall auf. Ich kümmere Akzeptieren. mich darum. Das akzeptieren wir jetzt, weil das hier gleich mal um die Ecke ist und dann sprinten wir da mal schon. Ich habe leider immer noch nicht rausgefunden, wie der Frank seine Mutter, seine Kappe aufhockt. Nein. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Und ich habe das Verkehr, also auf einmal jetzt schon wieder, Kruzifix, ich bin auf dem Mond, konnte ich nicht so schnell. Und ich habe die Verkehrsdichte wieder etwas erhöht. So, also hier, zack, zack, Unfall, wunderbar. Geht's gleich los, Ich gleich bin am hinein. Unfallort eingetroffen. Gleich hinein, wir dären gar nicht lang rum. Und diese sehr sympathisch, gut aussehende Dame mit ihrem interessanten Röckchen werden wir jetzt gleich mal interviewen. Hallo, da mit dem Handy weg. Was ist denn hier los? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer, hilft 0,0 Zeigen Sie mir weiter. bitte Ihren Führerschein und wenn möglich einen Versicherungsnachweis. Bitte. Ja, Officer, bitteschön. Ja, aber gerne. Ashley Rosario, stimmt soweit. Ablaufdatum 10.23, stimmt soweit auch. Okay, gut, passt. Ich rieche Alkohol. Na gut, dann werden wir doch gar Ich nicht nehme nur rein. schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Ich finde es cool. Klein einstürzen. 0,04, das ist aber, glaube ich, erlaubt. Mist, jetzt weiß ich es nicht so genau. Null Komma null acht. Okay, dann Ich machen wir werde aber. eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Ja, 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 Betäubungsmittel ja, genommen ja, ja. haben. Nur ein bisschen hier Haartest und so. Nein, keine Drogen. Okay, dann ist es soweit mal okay. Dann kommen wir gleich wieder. Dann haben wir jetzt hier. Ich denke nicht so heile Hetzen. Oh, dass die immer alle telefonieren? Sag, das ist ja alte. Was haben Sie gesehen? Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Oh Gott, du musst erstmal wieder den Kopf freikriegen. Oh Gott, ja, also den Kopf, den müsste ich auch freikriegen. Ja. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein Alles zeigen? streng nach Vorschrift, Okay, ne? Officer. Bitteschön. Dankeschön. Und? Wayne Crawford. Okay, scheint alles in Ordnung zu sein. 96 geboren, echt? Okay. Naja. Gerade Meldung erhalten, dass ein Fahrzeug gestohlen Habe ich Gott wurde. sei Dank. Kann mir Zween jemand nachgehen? Crawford nicht abgelaufen. Alles klar. Scheint soweit in Ordnung zu sein. Hast du irgendeinen. Ihr Wagen 4561. Ich kann das Fahrzeug ausfindig machen. Wer war denn das? Das war nicht ich. Machen wir mal trotzdem einen Okay, wir Alkoholtest. schauen nur nach, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Würde ich doch jetzt auch mal sagen. Nein. Okay. Machen wir den Drogentest? Ja, den können Ich wir nehme immer nur machen. eine Gibt es keine Probe, um zu Minuspunkte, prüfen, ob Sie unter oder? Nein. Drogeneinfluss gefahren sind. Ja, und? Wir haben eine gesuchte Person gefunden, die in dem Oh, beschriebenen Fahrzeug fährt. Amphetamine. Können Da wir schon uns einmal auf den her. Grund gehen? Alles klar, gut. Der Meister hat Amphetamine. Ihr Gut, Wagen dann. 4561. Ich kann das Fahrzeug ausfindig machen. Ja, bitte, könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen? Hey, ich habe hier. Notfallunterstützung durch Officer angefordert. Bitte melden. Ich habe ja einen wichtigen Job hier. Ich kann jetzt nicht. Ah. Hier ist 4561. Ich kümmere mich um den Unfall. Ein Schiff ist kaputt gegangen. Ein Fahrer zeigt rücksichtsloses Fahrverhalten, möglicherweise Trunkenheit am Steuer. Wir Irgendwas haben die fällt. Ah ja. Position übermittelt. Wunderbar, da haben wir doch schon alles. Sehr gut. Ihr Wagen 4561. Ich werde das gesuchte Fahrzeug aufspüren. Also, Leute, könnt ihr mir jetzt immer mit einem Alles Mal in klar. Ruhe Gehen lassen? Sie auf. Gut und ausführlich dokumentiert. Danke, Officer. Habe ich gerne gemacht. Du hast nichts. Also, Moment, 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 ganz kurz. Moment. Hier ist 4561. Ich übernehme den Unfall.
Wir brauchen eine Einheit, die bei den Koordinaten. Na, sieht ja alles echt in Ordnung aus. Da schon her, ist ja auch mal selten. Dann? Alles klar, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Gell, fahr vorsichtig. Weiß nicht, ob der Karre noch fährt. Wow. Hier ist Wagen 4561. Ich kann nach dem Fahrzeug suchen. Wow, geil. Okay, was war denn jetzt los hier? Oh, das ist ja krass. Okay. Ja, Meister. Okay, dann, du kannst ja gleich weitergehen. Also, das gibt ja jede Menge dicke, fette Punkte. So, also erst einmal du, mein Freund. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Das scheint ziemlich nutzlos zu sein. Naja, egal. Das scheint ziemlich... Ach so, der hat jetzt wieder von vorne angefangen. Okay. Also, es gibt jetzt einen Beteiligten mehr an diesem Unfall. Okay. Es wurde eine Person mit offenem Haftbefehl gesichtet. Die Person fährt im beschriebenen Fahrzeug. Ist eine Einheit verfügbar? Hier ist Wagen 4561. Ich kann nach dem Fahrzeug suchen. Es wurde gemeldet, dass ein gestohlenes Fahrzeug gesichtet wurde. Kann sich eine Einheit darum kümmern? Ja, cool. Also ich bin jetzt gerade ganz her, eine Nachricht nach der anderen. Kann ich die mal abschalten? Ihr Wagen 4561. Ich kann das Fahrzeug ausfindig machen. Geht nicht. Kann ich nicht abschalten. Sorry. Irgendwas fehlt hier noch. Ich glaube, wir müssen, das liegt daran, dass wir den Unfallzeugen hier noch befragen müssen. So. Was haben Sie gesehen? Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin auch ganz durcheinander. Das kaufe ich dir sogar ab, mein Freund, weil Zeigen das war echt Ihren heftig. Ausweis, ey. Voll krass. Versicherungsnachweis. Bitte sehr, Officer. Da hast du komisch an. Ryusuke Robles. Okay. Ablaufdatum, nein, okay, Van, okay, scheint alles okay zu sein. Und rieche ich irgendwas? Wir machen trotzdem, alles so klar. Wie du gefahren bist, Chef, machen wir jetzt hier erst einmal. Unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Okay. Naja, sicherheitshalber mal. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Genau. Auch nicht, okay. Dann... haben wir schon hier, was? Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Würde ich doch auch sagen. Danke, Officer. Bitteschön. Dann das kannst war's. Du dich Sie mal verpfeifen. Dann, wir haben immer nur den anderen mit den Amphetaminen. Den dürfen wir jetzt festnehmen, oder? Alkohol oder Drogen müssen wir haben, Amphetamine. Okay, da hat er mir gar nichts Bitte, zu sagen, der Frank. Tun Sie das nicht! Doch, ich tue das schon. Der ist, Frank ist ganz sprachlos. Gehst du mal bitte auf den Bürgersteig. Genau. So, dann. Trümmer beseitigen. Das müssen wir auch machen mittlerweile. Ja. Nein. Die Tante hockt im Auto. Trümmer beseitigen. Dann, den lassen wir abholen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Stand. Okay, der mit seinem Van ist anscheinend weitergefahren und sie will noch weiterfahren, kann sie aber nicht. Dann brauchen wir noch hier einen... Oh, was ja, was man als Dinger muss, das ist ja voll krass. Ich brauche Verstärkung, um meine Person festzunehmen. Ja. Verstanden, ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. Warte mal, da drüben, das ist doch ein Langfinger, oder? So, das war mir immer noch nicht klar, wie das geht. Nein. Ah, Mann. Ist die Verstärkung. Okay, also das ist mir noch unklar, wie das mit dem, der hat das ganz klar geklaut, das Auto. Der wird jetzt auf alle Fälle abgeführt. Da haben wir einen Abholbericht, der konnte ihn wahrscheinlich gar nicht abholen.
das Auto, weil der so schräg steht. Okay, alles klar. Frank, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Die Dame will anscheinend partout weiterfahren. Geht nichts. Naja, gut, dann fahr weiter. Können wir hier Trümmer beseitigen? Das machen wir auch noch. Kriegen wir da auch noch ein paar Punkte. Okay, dann machen wir uns mal aus dem Staub. Mehr gibt es ja zu tun. Haben wir hier Behindertenzeichen. Okay. Und von euch will sich keiner bewegen. Entschuldigung, das ist immer nur so verpackt. Das gibt's doch nicht. Warum fahren dann jetzt nicht? Also gut. Okay, Leute, ich mach mich aus dem Staub. Frank, wir haben, jetzt müssten eigentlich hier gleich mit dicke, fette Punkte reinrasen, weil wir wirklich alles getan haben, was wir da haben. Sehr gut waren wir eigentlich, steht ja zu weit vom Straßenrand weg, steht er. Ich gleich meinen Strafzettel, weil ich jetzt gerade so gut drauf bin. Hier Position, zu weit auf der Fahrbahn. Hier mit deinem kleinen Mini-Ding da, zack, kriegst kleinen Strafzettel auch noch. Oh, oben, 265, sehr gut. Ich habe schon gemeint, da steht die Kamera, da ist die Kamera. So schlecht sind wir gar nicht, oder? Also, noch nichts verlernt, gell, der Frank? Sehr gut. Das Akaristan hat ihn jetzt seit der Karriere irgendwie nicht geschadet. Naja, vielleicht ein bisschen, aber okay. Drogenjagen war schon immer so sein Ding. So, lala. Okay, also, wie geht's denn weiter? Also, machen wir uns mal auf den Weg. Was ist da los? Jetzt zeigt das also ein gelbes Ding an. Ist okay? Was denn mit dem gelben Anzeichen auf dem Radar? Ja, ist auch verpackt. Der Frank wird nur mit dem Ding angezeigt. Ich weiß nicht, warum er da immer so ein komisches gelbes Ding davor anzeigt. Ist ja auch wurscht. Es klappt wieder hinten vorn zu finden. Okay, hier haben wir eine. Wenn wir eine gelaufene und. Nein. Nicht falsch parken. Ja, eine kaputte Windschutzscheibe. Können wir nicht. Geht nur, wenn der Fahrer dabei ist. Okay. Na gut. Oh, haben wir denn da? Was sorge? Das Panne im Fahrzeug. Cool, das kenne ich ja noch gar nicht. Hallo? Was ist denn los? Da kann ich den Typen ansprechen. So, zur Situation befragen. Was ist mit Ihrem Fahrzeug los? Können Sie mir etwas dazu sagen? Ich bin kein Experte. Ich weiß nur, dass irgendwas kaputt ist. Rufen Sie bitte den Abschleppdienst. Okay, aber grundsätzlich... Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungs. Ja, logisch. Bitte Papiere, schon, Papiere. Ja, wenn wir schon Controlling machen. Passt aber soweit in Ordnung aus. Stick Owens. Ausweis passt. Ah, Versicherung. Abgelaufen. Da haben wir es doch schon. Zurückgeben. Wir kontrollieren sicherheitshalber im Computer. Genau. Ungültig Versicherungsstatus. Klar. Dann Fahrer, kein Versicherungsschutz. Das gibt einen Strafzettel wegen des fehlenden Versicherungsschutzes. Ja, ja. So viel Geld habe ich nicht. Ja, dann lass es bleiben. Dann kannst du auch keinen. Ne? Und dann rufen wir hier ein. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Okay. Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Gut, klar, sagt er. Okay, wir machen gleich weiter. Wir müssen Punkte machen. Ja, logisch. So, da, alles okay, scheint so. Frank, das ist ein bisschen hektisch manchmal. Also abgelaufene Kennzeichen habe ich schon lange keins mehr gesehen. Gibt es überhaupt noch? Na gut, darfst laufen, Frank. Das langsam, das macht mir auch Kirre. Moment mal. Parking für Behinderte, aber er steht richtig. Wunderbar. Hurra. Hurra, hurra, hurra. So, besondere Haltezone. Ja. Feuerhydrant, mein Freund. Da darfst du nicht stehen. Deswegen kriegst du eine dicke, fette Strafzettel und deswegen machen wir eine dicke, fette... Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Abgeschleppe. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Klar, ein Abschlepper ist schon unterwegs zu Ihrem Standort. Danke, und ich bin schon weg.
Nur diese kleine Straße bis jetzt, gell? So. Irgendwas Auffälliges? Oh, ja. Achso, heute den haben wir ja schon aufgeschrieben. Stimmt. Okay, wir sollten vielleicht doch mal woanders hingehen. Ich schaue jetzt gerade mal unten auf dem kleinen Ding. Da läuft aber unser Bezugsgebiet ab. Dann müssen wir mal dahin. Auf Rank. Ein bisschen nächtliches Sprinten durch die Stadt. Sonne geht unter. Sternenhimmel sieht man schon. Ist doch schön. Ist doch alles wunderbar. So, schaut okay aus. Jetzt sollten wir auf die andere Straßenseite. Gilt das auch noch, oder? Ja. Ach, ist mal wieder schön. Es macht immer wieder Spaß. Einfach mal wieder Strafzettel zum Verteilen. Ja, macht wirklich Spaß. Also. Und bei mir gibt es, also, ihr wisst es ja, ne, für die, die schon öfters zugeschaut haben, Ermahnungen oder so. Nein. Wir müssen doch schauen, dass die Steuersäckle von Brighton, von der Polizei in Brighton, einfach gut gefüllt ist. Das ist doch klar. So. Ah, no parking, emergency vehicles on call only. Bist du ein emergency vehicle? Bist du nicht? So, wollen wir das jetzt antun und das risikoreich? Jetzt haben wir mal eine besondere Haltezone. Rettungszufahrt, das müsste das eigentlich sein, oder? Bin ich gespannt. Ja, richtig. Cool. Die Rettungszufahrt gehen kann. Hier muss ein Wagen abgeschleppt werden. Ja, da kommt er schon. An meinen aktuellen Standort schicken. Alles klar. Das geht gut. Ich bin ganz begeistert. Also, ohne Schmarrn, für das, dass er so lange in Akaristan rumgehängt ist, unser Frankie Boy, nicht schlecht. Muss ich echt sagen. Nicht schlecht. Da steht einer. Oh. Also, vorsichtig. Achso, hey. Da hinten kann. Ja gut, leichten Sprint. Ja, irgendwelche krummen Typen. Lady. Scheißschuhe. Ja, du stehst hier definitiv falsch. So. Position ausrichten. Falsche Richtung. Zack. Zettel. Knallhart. Ja. Also ich finde es lustig. Versprochen. Das nächste Mal fahren wir wieder auf der Autobahn. Diesmal finde ich, war das einfach mal Abwechslung. Und das nächste Mal fahren wir auf der Autobahn. Und übernächste Mal machen wir dann mal wieder eine Fahrzeugstreife in der Stadt. So ein bisschen diese Punkte würde ich mir schon gern holen. Eigentlich wollte ich ja nur dieses Highway DLC machen. Und da werden wir dann nur zwei, drei Teile Highways machen. Und dann ist es aber auch wieder gut. Also ich will jetzt nicht nochmal eine riesen Season oder eine riesen Staffel mit Frankie machen. Nein, das ist jetzt. Ja. Das ist okay. Also ich finde es okay, dass man nochmal. Oh, was ist jetzt? Was hat? Ah, Graffiti. Okay. Graffiti Sprüher. Komm. Frank, hol ihn dir. So, was? Sie war cool. Schneller als ich dachte. Ja, weil ich übe auch jeden Abend. So, was ist jetzt? Verstößt du an? Nachdem du Beweise für einen begangenen Verstoß gefunden hast, kannst du an die Bestrafung gehen. Stelle entweder einen Strafzettel an. Ja, aber das weiß ich doch alles schon. Nö, der kriegt jetzt Vandalismus hier. Ich werde Ihnen einen Strafzettel wegen Vandalismus ausstellen. Vandalismus. Die Bußgelder variieren zwischen $400 und $1,000. So viel für so eine kleine Sache? Ja, Alter, dann schmier die Wände nicht voll. Die Person scheint wirklich traurig zu sein. Ja, Alter, dann such dir ein anderes Hobby. Nicht hier in der Stadt. So, Moment, kann ich ihm sagen, dass er jetzt gehen kann, oder? Ja. In Ordnung, Sie können dann gehen. Schönen Ciao. Hab ich vergessen. Ja. Geht da rum, sonst gibt es die Punkte nicht. Ganz wichtig, ihr müsst die Leute entlassen, sonst gibt es die Punkte nicht. Das ist so ähnlich wie beim Unfall den Verkehrsbericht übergeben. Ganz wichtig. So, was haben wir denn hier? Oh, ein Schild. Oh, vorsichtig bitte. Ach so, Moment einmal, der steht ja verkehrt. Verkehrte Richtung, hurra! Und kleiner Titel. Ja, logisch. Haben wir Schicht schon noch? Cool. Also, ja, langsam, nicht, dass es einem schlecht wird.
Du darfst ja hier garantiert nicht so stehen, oder? Was denn da? Parkour, eine besondere Haltezone, Halteverbot. Nö, Halteverbot, oder? Richtig. Ja, wunderbar. Und dann gleich. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Alles klar. Ich weiß, ihr macht wahrscheinlich gerade, habt gerade irgendwie Abendbrotschicht oder so. Alles gut. Ja, da. Ah. 23. Februar 23. Was haben wir? Januar 23. Glück gehabt, Chef. Ja, alle. Wir finden, früher oder später finden wir sie alle. So, was haben wir denn da schon wieder? Was ist denn das hier? Partyparkzone oder wie? Geht's? Also, genau das gleiche, oder? Jetzt schauen wir mal. Entschuldigen Sie, Officer. Ja. Ich brauche Ihre Hilfe, bitte. Was willst du denn? Ich habe keinen Handy-Akku. Wegweisen. Bitte, Officer, ich versuche das CK-Gebäude zu finden. Können Sie mir zeigen, wo das ist? Jetzt mitten in der Nacht willst du nicht weit von hier. Ich sehe mal auf der Karte nach. Ach, das ist ganz gut, weil ich wollte immer schauen, weil das war ja brutal verpackt. Kunstkultur, einkaufen, einkaufen, einkaufen. Mit einkaufen komme ich nicht weiter. Nee, weiß ich nicht. Okay, sorry. Oh, das ist zu weit. Das schaffe ich niemals pünktlich. Danke. Voll geil. Oh, das ist zu weit. Ja. Moment. Abschleppen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt wird. Ja, logisch. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden drum. Alles klar. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Es gibt einen Stau in Ihrer Nähe. Ein Abschleppwagen wird an Ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. Ja, ja, mitten in der Nacht ist ein Stau, schon klar. Auf der hier stehen. Weiß man aber nicht. Glaube ich nicht, oder? Cool. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Bin ziemlich gut. Also seid's mir nicht bis. Ein Abschleppwagen wird an Ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. Alles klar. Jetzt weiß ich leider nur nicht, wo wir herkommen. Da, ich glaube, wir kommen aus der Richtung. Aber wir müssen, muss man unten auf der Karte schauen. Ja, gehen wir mal Hauptstraße, da sind wir ein bisschen mehr los. Also ich habe jetzt die Verkehrsdichte auf Mittel gestellt. Weiß jetzt nicht, ob es damit zusammenhängt, dass Nacht ist, ob dann automatisch weniger los ist. Aber okay, weil im Moment finde ich es ganz okay. Solange wir genug Strafzettel verteilen, bin ich eigentlich ganz d'accord damit. Ich habe eine rote Ampel ignoriert. Scheiße, ich habe echt gedacht, tatsächlich, ich komme ohne Minuspunkte durch. Bitte fix. Haben wir den hier? This lot is credit card only. Okay, interessiert uns eigentlich weniger. Naja, auf dem Parkplatz, auf dem Mitternachtsparkplatz, wo wir jetzt nicht rumgeiern. Ich habe jetzt schon wieder eine. ich bin so im Polizeifieber. Das müsste auch stimmen, oder? So, Funkeinsätze habe ich ja deaktiviert. Stimmt. Hat das jetzt gestimmt, oder? Ja, logisch. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Mein Sie Fehler. Einen Abschleppwagen schicken? Wir haben eine Verkehrskontrolle, die Abschleppwagen sind derzeit im Einsatz. Wir schicken einen so schnell wie möglich. Ich richte eine Verkehrskontrolle ein, um Fahrzeuge zu stoppen und zu kontrollieren. Das weiß ich nicht, wie das geht. Habt ihr was anderes auf Lager, Leute? Das ist jetzt außerdem ein bisschen spät, weil meine Schicht gleich zu Ende ist. Das ist jetzt unnütz. Sie brauchen zu lange. Wir senden eine andere Einheit. Ja, ja, mach das mal. Sie brauchen zu lange. Wissen Sie das so halt? Wahnsinn, Sie pfeifen, Sie brauchen zu lange.
Wir sind mal vorankommen. Frankie, alles gut. Du bist ganz frisch. Und Afghanistan war echt ein hartes Pflaster. Vollkommen okay. Vollkommen okay. Für mich. Zumindest. Hey, Lady. Alles okay? Sind denn hier so einsam rum? Hier waren wir schon mal. Garantiert da drüben der Typ auf das Auto. Ich habe keine rote Ampel ignoriert. Erzähl mir ja nichts. Wir haben hier einen Notfall. Wer ist gerade verfügbar? Notfall, okay. Unterwegs. Dann sprinten. Boah, das war aber knapp. Bei einer Seitenlage. Schwerer Unfall. Wie weit? 270 Meter. Frankie, musst Gas geben. Am besten, wenn es geht, Luftlinie. Oh, das ist weit zu laufen, nicht? Da kommen wir nicht durch. Wie viel haben wir noch? Ja, Schicht müsste jetzt auch nicht mehr. Okay. Gut, dass er fit ist. Ne? Der andere hat ja gesagt, das ist so schnell, sind, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich kann da easy peasy. Ah, da drüben drei Strafzettel auf einmal. Na, zwei zumindest sicher. Nee, wir müssen jetzt, wenn wir schon Ja sagen, dann sollten wir den Unfall auch. Da läuft doch der Counter ab, oder? Ja. Okay, aber wir sind gleich da. Ja, links, auf der linken Seite, da ist so ein roter Strich. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Unter der Aufgabe ist so ein roter Strich und der läuft so langsam ab. Der ist recht dünn. Ah, da haben wir ja schon. So, grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin am Unfallort angekommen und beginne mit der Unfallaufnahme. Genau, machen wir jetzt. Gibt nur mehr Fettpunkte. Was haben Sie gesehen? Ich bin ein erfahrener Fahrer und ganz normal gefahren, Officer. Bist du nicht? Du hast bestimmt Drogen im Blut. Zeigen Sie mir Ihren Führerschein. Du schaust zumindest so aus. Okay, Officer. Bitteschön. Okay. Personalausweis oder Führerschein oder wie Sie es auch immer nennen, ist abgelaufen. Versicherung ist noch gültig. Okay. Die Person klingt verärgert. Okay, wir schauen nur nach, mir ob scheiße unter Alkoholeinfluss stehen. 0,1, das ist doch zu viel, oder? Moment, jetzt weiß ich es wieder nicht mehr. 0,08 und der hat 0,1, deswegen schwankt er nämlich so. Okay, alles klar. Also, der ist rotzbesoffen. Gut, und hat einen abgelaufenen, das machen wir jetzt gleich. Verstoß bestrafen, Fahrer, PA abgelaufen. Nichts. Ich muss Sie mit einem Bußgeld wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Das macht zwischen 75 und 100 Dollar. Ach, kommen Sie schon. So viel? Komm, Alter, du bist rotzbesoffen. Sei mal froh, du wirst jetzt eh noch eingesperrt. Das scheint wirklich traurig zu sein. Okay, ja, mal, wenn du traurig bist, gell. So, nächste. Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Das Fahrzeug hat die durchgezogene Linie überfahren. Das ist gefährlich. Ja, der ist ja auch besoffen. Möglich. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Klingt jetzt okay? Ja, alles ist auffällig. Ohne Schmarrn. Tammy Roberts, 1023 ist noch gültig. 1024 ist auch gültig. Passt soweit. Okay. Wollen wir mal ganz kurz den Computer befragen? Nein, alles d'accord. Das war der Typ vorher. Der hat einen ungültigen Versicherungsstatus, hat er auch noch. Okay. Entschuldigung. Nein. Wir nehmen alles mit. Nee, nicht fahren. Fahrzeug. Nein, das ist nicht kaputt, sondern... Versicherungsschutz. Oh? Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. So viel Geld habe ich nicht. Na dann, wird es vielleicht weniger Alkohol trinken. So, das war jetzt der. Bei ihr haben wir nichts festgestellt. Dann das nächste. Hallo, junge Dame. Oh, hübsch. So. Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Ich habe alle Zeugen gefragt. Ich verstehe nicht, was passiert ist, Officer. Weiß nicht, was passiert ist. Oh, ja. Ihren Personalausweis und Ihre Versicherungskarte. Wie viel haben wir denn? Halbe Stunde? Ja. So läuft es. Leider. Katharina Olsen.
Ablaufdatum 2.23. Jetzt haben wir 1.21. Wo ist Versicherungskarte? Mann, Leute, echt, das ist doch schlimm. Das hat ja keinen Führerschein. So, aber die hat mir doch gerade einen Führerschein gezeigt. Verstehe ich jetzt nicht. Ich möchte Ihren Führerschein und Ihre Kfz-Versicherung. Das ist jetzt genau das Problem, dass ja, Sie das, das haben Sie bis heute, haben Sie das nicht verbessert, obwohl das schon seit Anfang des Spiels geht. Der Führerschein, ist es jetzt ein Führerschein oder ist es jetzt ein Personalausweis? Also, das ist eigentlich ein Personalausweis und kein Führerschein, weil sie hat keinen Führerschein. Zumindest sagt es der Computer. Also, aber das können wir, glaube ich, gar nicht belangen, oder? Nee, das geht gar nicht. In Ordnung, ich werde nur mal schauen, ob Sie unter Alkoholeinfluss stehen. Das bringt nochmal richtig Fettpunkte. Kein Alkohol? Okay. Haben wir die... Ja, eigentlich ich werde eine Probe nehmen, um Tante zu sehen, vorher, ich überlege jetzt gerade, haben wir da Kontrolle gemacht? Ich glaube nicht, gell? Okay, dann bist du mal ganz kurz entlassen. Moment, hier müssen wir noch. Ich nehme nur schnell eine Probe, um zu sehen, ob Sie betrunken gefahren sind. Okay. Ich werde eine Probe nehmen, um zu sehen, ob Sie vor der Fahrt Betäubungsmittel haben. Ja, nein. Okay. Oh, hoppala, falsche Taste. Ja, scheint alles okay zu sein. Gut, dann. Renko, was hast denn du? Bitte, ich habe Waffe in die Hand nehmen. Das ist ein bisschen unangenehm. Machen wir mal los. Wunderbar. Gibt es anscheinend viele Fotos zu machen? Oh ja. Frankie, jetzt komm. Das muss jetzt nicht sein. Irgendwas? Nein, ein bisschen was. Der Bericht ist vollständig, ja. Entschuldigung. Verzeihung. Eieiei. Okay. Trümmer beseitigen machen wir einmal ganz easy peasy nebenbei. So, was war jetzt mit ihm nochmal? Hab ich wieder vergessen. Ja, hatte. Moment, bitte machen wir mal. Kooperieren Sie friedlich, während ich teste, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Macht ja nichts, schaut ja nicht. 0,1, ja genau. Ja, 0,1, okay. Dann erst einmal Unfallbericht. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Alles ein richtig? Ein umfassender Bericht wird sehr hilfreich sein. Danke, Officer. Weil ich, den kannst du dir jetzt gleich in der Zelle ganz, ganz in Ruhe anschauen. Alkoholmissbrauch am Steuer, Alkohol. Ich verhafte Sie wegen Trunkenheit am Steuer. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Hm? Ach, kommen Sie. Na, was? Sie machen Witze. Nein, ich mache keine Witze. Witze machen es vorbei, Freundchen. So, dann die Dame. War soweit okay? Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Oh, wow. Ist wirklich ausführlich. Schon, gell? Wow, okay. Ja, Das war's. Sie können fahren. Einen schönen fahren. Tag noch. Unglücklicherweise. Wir geben mir noch einen Kaffee. Frank, mach jetzt weiter. Hier, Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Alle Zeugen haben einen Bericht erhalten. Sehr schön. Und Sie laufen lassen. Fahren. Schönen Tag noch und fahren Sie vorsichtig. Ah. Dann kurz drüber noch weg, wenn wir schon da sind. Dann müssen wir. Da fahrt keiner mehr, also müssen ich wir... Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt wird. Er fährt nur. Schick bitte den Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort. Okay. Teil
Abschleppwagen wird so schnell wie möglich bei Ihnen eintreffen. Der Abschleppwagen ist schon da, du wirst es kaum glauben. Der war wie aus Geisterhand ist er gekommen. Dann. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, die Schicht ist schon ewig vorbei. Sorry, Leute, aber ich weiß schon, warum ich immer diese kurze Zeit einstelle. So, du willst wahrscheinlich unglücklicherweise deinen Freund anrufen. Und hier brauchen wir noch einen Abschleppwagen. Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ja, der kommt da hinten. Ich stehe jetzt alle wie immer gegenseitig im Weg und mir ist das viel zu laut. Dann passt man dem hier noch einen Strafzettel, weil er hier nicht parken darf. Oh Mann, das gibt jetzt richtig geil Punkte. Und lass dir einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Okay. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. Ach so, wir sind ja eh schon, oder? Da vorne ist das Polizeirevier. Ich sehe das blaue Schild. Was, das hat jetzt nur 256 Punkte gegeben? Ach komm. Weiß ich dich nicht über rote Ampel. Ein bisschen enttäuschend. Also ich dachte jetzt, hier raschelt es jetzt gleich mit den Punkten, dass gleich erst spät ist. Aber 915 Punkte, also für die erste Schicht mal wieder unterwegs, fand ich ziemlich cool. Nächstes Mal sind wir wieder auf der Autobahn unterwegs. Doch. Es macht irgendwie im Moment dann doch mehr Spaß. Ja, endlich. Heute schon beinahe seitlich, wisst schon. Naja. Ja. So, Frank. Gut, nein, wir verfolgen jetzt keine mehr, wir haben leider Schicht. Wir können keinen Einbrecher verfolgen am Schichtende. Als Streifenpolizist hat man niemals wirklich dienstfrei. Da hast du recht. So, guck dir hin. Schicht beenden. Cool, also ich bin sehr zufrieden. Ist gut gelaufen. Ja, doch, haben wir Minuspunkte gekriegt. Nein, nicht wirklich, oder? Doch, irgendwas war, gell? Irgendeine Kleinigkeit. Oh, schau jetzt mal, plus, jawohl, hier, da, hey, was für eine Flut. Und am Ende der Unfall hat nochmal 211 plus 45 bekommen. No. Also seid mir nicht böse, wie ist denn das mit dem Unfallort räumen? Sogar das hat noch Punkte gegeben. Da hätte man wahrscheinlich noch mehr bekommen. Unfallbericht ausgeben auf 25 Punkte, super. Hast du gut gemacht. Frankie, ich bin schon begeistert. Sonst verstehst du, was haben wir da? Ach so, zweimal bei Rot über die Ampel gelaufen. Okay, also war doch nicht schlecht. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagt der DJ Nikov. Es hat euch jetzt Spaß gemacht, mal wieder zu Fuß unterwegs. Nächstes Mal fahren wir wieder Autobahn. Doch, weil dafür sind wir eigentlich da, dafür habe ich die Sendung gemacht, dass wir eigentlich dieses DLC mit der Autobahn anschauen. Nächstes Mal fahren wir wieder Autobahn, ein, zwei, dreimal auf der Autobahn und dann ist es aber auch gut. Wir müssen den Frank nicht überlasten. Danke fürs Zuschauen. Danke für ein Like. Bitte auf den Daumen. Es schauen so viel zu. Also für meine Verhältnisse freue ich mich total. Danke für eure vielen Einschalter und vielen Klicks. Und wenn es euch gefällt, wenn ihr sagt, hey, ja, das ist ganz nett, der sappelt so mit seinem Münchnerisch, das gefällt mir ganz gut, was er da eigentlich macht, dann drückt doch ganz kurz jetzt auf den, ne? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick. Bleibt gesund. Servus. Wird's euch.